Seit mehr als 3 Jahrzehnten ist meine jagdliche Heimat in Polen die Oberförsterei Podanin, ca. 80 Kilometer nördlich von Posen gelegen. Und hier in der Oberförsterei Podanin habe ich in den letzten Jahren eine deutlich zunehmende Elchpopulation wahrgenommen. Die Oberförsterei Podanin liegt im Urstromtal des Flusses Notetsch, Netze, westlich von Bromberg, mit der größten sich reproduzierenden Elchpopulation Westpolens. Und so ist es nicht verwunderlich, dass auch nach Brandenburg aus dieser Population überwiegend Elche einwandern. Dies ist anschaulich dokumentiert von dem Partner für einen Naturschutz ohne Grenzen, Rewilding Oder Delta e.V. Hier ein Screenshot aus dem YouTube-Film Das Elch-Comeback. Den Link zu dem Film findet ihr in der Videobeschreibung. Eine Bestätigung für die enorme Zunahme der Elchpopulation in Polen fand ich im Januar 2023 anlässlich einer Drückjagd in Ermland Masuren. Mit einer Gruppe von 13 Jägern wollten wir bei einer Drückjagd im Revier der Jagdgenossenschaft Trop Bemowo-Piskie den Sauen nachstellen. Das Ergebnis war letztlich enttäuschend, da lediglich 8 Sauen zur Strecke kamen. Einer von uns? Beeindruckt waren wir jedoch alle von den Elchen, die in jedem Treiben in Anblick kamen. In dem einen Treiben ein Elch, in einem anderen dann wiederum 6 Elche. Insgesamt sahen wir in den 3 Tagen circa 50 Stück Elchwild. Bei den Gesprächen mit unseren Gastgebern war deutlich zu vernehmen, dass die überhöhte Elchpopulation bei Förstern, Landwirten und Jägern ein nicht zu unterschätzendes Reizthema ist. Nachdem der Elchbestand auf 1.800 Stück gesunken war, wurde im Jahr 2001 ein Moratorium eingeführt, welches ein ganzjähriges Abschussverbot bedeutete. Der Elchbestand erholte sich sehr schnell und ist laut Statistischem Jahrbuch der Forstwirtschaft aus dem Jahre 2021
auf 30.000 bis 35.000 Stück in Ermland-Masuren angewachsen. Zwangsläufig entstehen große Schäden auf den Feldern und darüber hinaus gibt es eine deutliche Zunahme der Verkehrsunfälle. Von den Landwirtschaftskammern wurde wiederholt die Aufhebung des Moratoriums beantragt. Doch aufgrund zahlreicher Proteste gegen die Jagd wurden die Anträge bisher immer abgelehnt. Für die Zukunft bleibt zu hoffen, dass für diese faszinierende größte Hirschart Europas ein von allen Interessengruppen getragenes Management gefunden wird.